Liebe Fußballfreunde, herzlich willkommen zu diesem Spiel. Schön, dass Sie heute mit dabei sind. Wolf Fuß und Frank Buschmann haben auf den Kommentatorenplätzen Platz genommen und ich bin sicher, uns steht hier heute eine interessante Partie ins Haus. Könnte ein Riesenspiel werden. Ich glaube, das wird extrem spannend heute, das wird hochklassig. Beide wollen sich zeigen, wollen ein Ausrufezeichen setzen und dann schauen wir mal, wem das am Ende wirklich gelingt. Anstoß Eindhoven. Sie schirmen den Ball ab. Verteidigt erstmal den Ballbesitz. Mario Götze. Das wäre eine gute Chance geworden, aber der Verteidiger ist da. Super dieses Zuspiel. Aus dem Angriff haben sie nichts gemacht. Gutierrez. Götze am Ball. Und jetzt Götze mit dem Ball. Ball ist unterwegs. Der Ball geht an den Pfosten. Er kann erst mal klären. Ja, keine gute Aktion. Gutierrez. Gefährlich! Eran Zahavi. Tor für PSV. Und damit haben wir den ersten Treffer. Jetzt könnte das Spiel richtig Fahrt aufnehmen. Gefährlich jetzt. Boah, das war wirklich in allerletzter Sekunde. Klasse geklärt. Ritsu Doan. Sie holen sich den Ball. Der Angriff jetzt, das machen sie gut. Sie laufen diesen knappen Rückstand hier weiter hinterher. Guter Spielaufbau jetzt. Super gemacht, gute Verteidigung. Und nun Götze. Eran Zahavi. Götze am Ball. Ja, energischer Vorstoß. Kommt jetzt der Ball in den Strafraum. Den Ball holt er gut verteidigt. Da kann er sich den Ball holen. Spielt den Ball. Götze. Kann er was draus machen? Sie machen. Jetzt kommt der Schuss. Das Tor. Volley genommen. Ganz starke Szene. Spielstand 2-0. Im Moment läuft es natürlich für sie. Gute Balleroberung hier. Was den Ballbesitz angeht, haben die Gastgeber Vorteile. Und auch die Chancen holen sie immer wieder raus, sind enorm aktiv.
Also mit dieser Führung im Rücken können sie fast beruhigt aufspielen. Die Chance hier. Kein Tor. Das war natürlich eine Riesenparade. Unglaublich, was für ein Reflex. Da kommt die Ecke. Da ist der Ball erstmal raus. Verteidigt erstmal den Ballbesitz. Zur Pause eine scheinbar beruhigende Führung. Es steht 2:0, aber sie müssen weiter konzentriert bleiben. Das sieht gut aus, was er bisher macht in dieser Partie. Sie haben richtig Mühe mit ihm heute. Er kommt immer wieder zum Abschluss. Anstoß und damit läuft die zweite Hälfte dieser Partie. Was macht er draus? Das macht er sehr gut. Viel Platz jetzt auf außen. Vielleicht der Anschlusstreffer. Es riecht nach Comeback. Sie brauchen noch einen Treffer. Dann haben sie den Ausgleich. ...2:1. Hier ist noch alles drin. Rizzo Doan. Jetzt Götze. Erst müsste mal eine zündende Idee kommen. Guter Pass jetzt. Eran Zahavi. Jetzt hat er den Ball. So, und jetzt sind hier noch 30 Minuten zu absolvieren. Das könnte was werden. Da hat der Platz, jetzt die Flanke. Jetzt gibt's hier eine Ecke. Wir sehen's, beide Mannschaften wechseln. Ecke in den Strafraum. Jetzt ist Platz für den Konter. Gutierrez. Götze. Schöne Aktion. Gefährlich. Er hat Tor Nummer 3. Unfassbar. Wahnsinn, seine Form. Der trifft nach Belieben, tanzt die Abwehr ein ums andere Mal aus. ...3:1 heißt es also jetzt. Und jetzt sind hier noch 20 Minuten zu spielen. Sehr gutes Tackling, das war wichtig. Bruma. Oh, viel Platz jetzt. Aktion geht weiter. Drin ist der Ball, alles offen. Also so einfach dürfen sie es ihnen natürlich nicht machen. ...4:1 jetzt also. Ah, das sieht gut aus. Die Gelegenheit für die Flanke.
ganz stark. Max. Klasse Aktion, Ball ist weg. Den Ball kann er abfangen. Da ist Platz. Da hat er nur noch den Torhüter vor sich. Spielt den Ball. Tor für PSV. Das ist eine beruhigende Führung für Sie. Den spielt er wieder zurück. Und er gibt ihn. Er gibt den Elfmeter. Er gibt den Elfer, aber keine Karte. Ja, das sieht man selten. Scheinbar bewertet er den Strafstoß als Strafe genug. Der Strafstoß ist drin. Der aktuelle Stand hier lautet 5-2. So, da wird die Nachspielzeit angezeigt. 3 Minuten. Sie rücken schön nach, bieten sich an. Da hören wir den Schlusspfiff. Die Gastgeber haben dieses Spiel also gewonnen. Tolle Leistung heute, das Ergebnis spricht Bände. Waren kaum Schwächen auszumachen. Ein absolut überzeugender Auftritt. In der Form, die er heute gezeigt hat, ist er natürlich unverzichtbar für die Mannschaft.